Die Neudorfer Bühne des Gabi Sturm Ensembles gab bei ihrem Herbstevent 2015 wieder ein ganz kräftiges Lebenszeichen. Im Migazzi-Haus brachten sie mit Höhenflug eine heiter-skurrile Episode zwischen Himmel und Erde zur Aufführung. Sagen Sie mal, was ist denn das? Das ist Marihuana. Das habe ich aus der Spezialgärtnerei Polnitschke. Da wollte man einen Schnittlauch kaufen fürs Butterbrot und da hat die Frau Kräler gesagt, na wollen Sie nicht einmal das Marihuana probieren, wenn Sie das aus Butterbrot stellen. Ich sage Ihnen was, das ist Rauschgift. Heute ein Höhenflug hier im Migazzi-Haus. Es ist ja wieder ein neues Stück auf der Bühne. Ganz turbulent geht's zu. Ja, freilich. Es ist außerdem sehr lustig. Wir haben gestern festgestellt, die Leute haben ununterbrochen gelacht und darüber haben wir uns sehr gefreut. Aber ich muss eines sagen, diesmal habe nicht ich das Stück geschrieben, sondern meine zwei Stellvertreterinnen, die Bella Bauer und die Christine Wiesmüller, die beiden haben das gemacht. Und ich bin sehr froh, weil ich weiß, wenn ich einmal lieber kann, dann ist jemand, der es weitermacht, mein. In Ihrem Geiste geht es weiter, ja. Aber Sie haben wir noch sehr, sehr lange. Naja, ich sage zwar nicht, wie alt ich bin, aber die meisten wissen es ohnehin. Ich bemühe mich halt so, bis 100 bemühe mich. Ob ich das erreiche, das wäre dann ganz lustig. Na, weiß ich immer. Sie dann wieder ein. Genau. Sagen Sie einmal, ist das vielleicht eine Glock? Nein, das ist ein Revolver. Ja, das brauche ich, weil dann wäre ich nicht in sexuelle Belästigung. Bei mir haben die Grabscher keine Chance. Auch der Hund spielt heute mit. Der Hund spielt heute mit. Und weil er dem Herrn Landeshauptmann Bröll gleich schaut, habe ich ihm heute so eine Glatze verpasst. Oh, ja. Die Landesfrisur? Ja, so ungefähr. Okay. Gestern war Premiere, heute ist die Sonntagsvorstellung, aber nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche Freitag, der 16. und Samstag, der 17. spielen wir noch einmal, immer um 19 Uhr. Und alle, die gern kommen wollen, sind herzlichst eingeladen. Ich habe die Ursache für mein Gewicht gefunden. Ja, die Gefahr lauert nämlich im Shampoo. Nein. Ja, weil beim Haarewaschen rinnt der Schaum vom Shampoo vom Kopf über meinen Körper. Klar, aber bisher habe ich mir ja nichts dabei gedacht. Aber als ich heute in der Früh gelesen habe, was auf der Flasche gestanden ist, war mir klar. Was denn? Weißt du, was auf der Tasche steht? Für extra Volumen und mehr Fülle.